Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Kurs Datenmanagement, Pläne und RDMO. Mein Name ist Jürgen Rohrwild, ich bin Mitarbeiter der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg und unter anderem zuständig für das Referat Forschungsdatenmanagement. In diesem Online-Kurs führen wir Sie in das Thema Datenmanagementpläne ein. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie Datenmanagementpläne mit Hilfe des Werkzeugs RDMO erstellen können. In diesem Video werde ich Ihnen wichtige organisatorische Hinweise und Hintergrundinformationen zu diesem Kurs geben. Was sind Datenmanagementpläne und wozu brauche ich so einen Plan überhaupt? Im wissenschaftlichen Alltag sind Forschende regelmäßig mit Forschungsdaten konfrontiert. Je nach Fachdisziplin können es zum Beispiel Messdaten, Simulationen, Fragebögen, Bilder, Texte, Video- oder Audiodateien sein. Im Laufe des Forschungsprozesses werden diese Daten gesammelt, gespeichert, verarbeitet, archiviert oder auch veröffentlicht. Dabei gibt es viele Aspekte, die beachtet werden müssen. Hierzu gehören zum Beispiel die Fragen nach geeigneten Dateiformaten, Speichersystemen, nach der Dokumentation oder nach Lizenzen. Vor allem bei einer größeren Datenmenge ist es nicht immer einfach, einen Überblick zu behalten. Kommt Ihnen diese Situation bekannt vor? Um einen datenbezogenen Forschungsprozess zu steuern und zu strukturieren, werden Datenmanagementpläne erstellt. Ein Datenmanagementplan ist ein Dokument, in dem beschrieben wird, was mit Forschungsdaten während eines Projektes und nach dem Projektende passieren wird. Einige Förderorganisationen, zum Beispiel der European Research Council, erwarten schon zur Antragseinreichung oder im Verlauf des bewilligten Projektes solch einen Datenmanagementplan. Um die Erstellung von Datenmanagementplänen zu erleichtern, wurden bereits spezielle Werkzeuge entwickelt. Der RDMO ist ein Beispiel hierfür. Dieses Werkzeug stellen wir Ihnen im Rahmen dieses Online-Kurses vor. Muss ich für die Nutzung des RDMO-Tools Lizenzgebühren zahlen? Die Nutzung des RDMO ist kostenlos. Für alle Angehörige der FAU Erlangen-Nürnberg steht bereits diese RDMO-Instanz zur Verfügung. Wie arbeitet man in diesem Online-Kurs? Dieser Kurs besteht aus drei Lerneinheiten. Die erste Lerneinheit gibt Ihnen eine Einführung in das Thema Datenmanagementpläne. Hier wird die Bedeutung von Datenmanagementplänen im Kontext des Forschungsdatenmanagements beschrieben. In der zweiten Lerneinheit werden die wichtigsten Funktionen des RDMO vorgestellt. Hier wird genau erklärt, wie der RDMO anzuwenden ist und was dabei zu beachten ist. Die dritte Lerneinheit richtet sich an Administratoren des RDMO. Wenn Sie also eine RDMO-Instanz verwalten oder auch neue Fragenkataloge anlegen möchten, finden Sie hier wichtige Informationen. Die Lerneinheiten können unabhängig voneinander genutzt werden. Je nach Ihrem persönlichen Lernbedarf und Interesse können Sie diese also in unterschiedlicher Reihenfolge bearbeiten. Sollten bei der Bearbeitung von Lerninhalten Fragen oder Probleme auftreten, können Sie sich an unsere Tutoren wenden. Wir sind unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: ub-fdm@fau.de. Weitere Informationen rund um das Forschungsdatenmanagement finden Sie auf der Homepage der Universitätsbibliothek. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Erlernen des RDMO-Tools.